Heute sind wir wieder im Ischendorf bei der zweiten Frauen-Bundesliga. Diesmal spielt der FC Skinny Südburgenland gegen den Wiener Sportclub. Zu diesem Spiel kamen über 100 Zuschauer, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Karl-Heinz Thiermann und seinen Assistenten Marco Misic und Imre Jäger geleitet. Vor dem Spiel gab es eine Überraschung für die Kapitänfrau Susanne Koch-Leverer, da es heute ihr letztes Spiel ist. Danach zieht sie sich vom aktiven Fußball zurück. Die ganze Überraschung können Sie bei uns in einem eigenen Beitrag sehen. Da die Gäste in schwarzen Dressen spielen, wechseln die Südburgenländerinnen auf weiße Dressen. Eine Glückssträhne begleitet die Burgenländerinnen. Es stellt sich aber die Frage, hält sie noch an? Die Südburgenländerinnen befinden sich auf dem stabilen 7. Tabellenplatz mit 32 Punkten. Auf der anderen Seite kämpfen die Wienerinnen, um den Abstieg zu vermeiden. Mit 19 Punkten befinden sie sich auf dem 10. Tabellenplatz und drei Mannschaften steigen ab. Wie immer kommen wir zurück zum Spiel. Koch-Leverfre, Weber, abgebremst. Graf, gibt weiter an Popovic. Sie schießt und die Torfrau hat den Ball. Jetzt sind die Wienerinnen an der Reihe. Moser und Foul. Aber was ist genau passiert? Moser wird gehalten. Bei Gleichgewichtsverlust setzen sie sich auf Köppel, die sie umdreht und beide liegen am Boden. Damit Freistoß für die Wienerinnen. Kakac, Kopfball, Moser versucht, aber Popovic schießt den Ball aus der Gefahrenzone. Aber die Südburgenerinnen lassen nicht nach. Der starke Schuss von Sipos geht nur knapp am Tor vorbei. Eckball. Abgebremst. Sipos lässt sich von Moser nicht aufhalten. Sipos gegen Engelhardt. Fehlschuss von Weber. Eberstaller alleine vom Tor. Sie lässt sich Zeit. Aber Strobel schafft es abzuwehren. Beschwerden helfen nicht. Da ist nichts passiert. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Mit der Zeit werden die Wienerinnen stärker. Eberstaller. Sie ist nicht zu bremsen. Vor Bernd Skalova. Schuss. Aber für die aufmerksame Torfrau Fiona Fazekas war das kein Problem. Sipos greift wieder an. Wird aber brutal aufgehalten. Das war eigentlich Torraub. Skalova. Sipos. Knapp daneben. Die erste Halbzeit endet ohne Tor, aber mit vielen Chancen. Eines kann ich Ihnen versprechen, in der zweiten Halbzeit ändert sich vieles. Wir machen eine kleine Werbepause, holt euch was zum Trinken und wir sehen uns gleich wieder zu einer spannenden zweiten Halbzeit. Am 29. Juli 2023 findet in Wimpassing das erste Riverside Country Fest statt. Geboten werden Barbecue, ein veganer Foodtruck, eine Schießbude, Lasso- und Hufeisenwerfen, ein Westernmarkt und Lagerfeuer. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Band Nugget mit spontaner, handgemachter Musik, kraftvoll, zeitlos und ehrlich.
New West spielen seit nunmehr 20 Jahren Country-Musik in allen Facetten und Stilen und begleiten auch die Line Dance Gruppe bei ihrem Show-Act. The Memphis Bandits mit Johnny Cash widmet sich den Frühbeats des Ausnahmekünstlers Johnny Cash. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der aus Windhausen stammenden Western Cowboys, die zu den erfolgreichsten und meistgebuchten Bands in Österreich zählen. Save the Day, Samstag, 29. Juli 2023, ab 16 Uhr in Windhausen. Aktuelle Infos unter www.rscf.at. Willkommen in der zweiten Halbzeit des Spiels FC Skinny Südburgenland gegen der Wiener Sportclub. Siposch, Ballverlust und out. Einwurf, es wird geköpfelt. Webe erobert den Ball, Skalova. Ein schöner langer Schuss, präzise zu Beigelböck. Sie hat den Ball wieder, kein Foul. Seefranz hat den Ball mit dem Ellbogen abgebremst. Köppel gibt weiter an Graf. Ein schöner Schuss, abgewehrt. Luhan schießt den Ball weg vom Tor, aber direkt zu Koch-Leverwere, Winsberger und Abpfiff. Eckball. Popovsitz, knapp daneben. Die Südburgenerinnen spielen in der zweiten Halbzeit voll offensiv und zwingen die Wienerinnen, eine defensive Position einzunehmen. Dadurch kommen sie selten zu Chancen. Bei der Heimmannschaft hingegen häufen sich die Torchancen. Ein schöner langer Pass zu Popovsitz. Guter Schuss, aber knapp über das Tor. Einer der wenigen Angriffe der Wienerinnen. Eberstaller, Winsberger, Schuss, aber kein Problem für die aufmerksame Torfrau. Skalova erobert den Ball, vorbei an Moser, die versucht sie anzuhalten, läuft weiter, Ballverlust. Aber Graf ist zur Stelle, ein schöner Pass zu Siposch, aber die erwischt den Ball nicht richtig und die Torfrau hat den Ball. Abstoß. Weber erwischt den Ball nicht. Das nutzen die Wienerinnen. Aber Skalova verhindert den Angriff. Siposch erobert den Ball. Köppel. Koch-Lefevre gibt weiter an Popovsitz. Siposch. Schuss mit dem linken Fuß. Und Tor! Südburgen geht mit 1:0 in Führung. Ein schönes Tor, da hat die Torfrau keine Chance. Das Publikum jubelt und es wurde auch schon Zeit für ein Tor nach so vielen Chancen. 1:0 in der 55. Spielminute. Torschützin Lila Siposch. Das könnte schon das nächste Tor sein. Beigelböck, Siposch, die Torfrau verfehlt den Ball, aber Kapitänin Puskarewicz verhindert einen weiteren Nachschuss. Eckball durchgeführt von Siposch. Skalova. Köppel. Stange.
und der Nachschuss von Graf wird abgeblockt. Zu viele Füße, da kommt nichts mehr. Eckball, wieder ist Sipos dran. Popov sitzt und Tor! Lina Sipos schoss präzise vom Eck zu Linda Popovsitz. Damit erhöhen die Burgenländerinnen ihren Vorsprung in der 70. Spielminute auf 2:0. Torschützin Linda Popovsitz. Je mehr Spielzeit vergeht, umso mehr zeigen die Burgenländerinnen ihre Kondition, ihren Kampfgeist und ihre Entschlossenheit, sich nicht zurückzulehnen und auf das Spielende zu warten. Sie versuchen noch mehr. Sipos, Meixner und Tor! Ein gutes Zusammenspiel zwischen Sipos und Meixner trägt seine Früchte. Der FC Südburgenland führt jetzt schon 3:0 in der 79. Spielminute. Torschützin Julia Meixner. Nach guter Vorbereitung von Lila Sipos. Es ist soweit. Susanna Koch-Lefevre verlässt das Spielfeld für immer. In 395 Spielen schoss sie genau 100 Tore. In ihrer ganzen Spielzeit kassierte sie lediglich 13 gelbe Karten. In dieser Zeit hat sie auch eine Trainerausbildung gemacht. Wir vom BKF wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. Nach 3 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel zwischen dem FC Skinny Südburgenland gegen den Wiener Sportclub mit einem Endergebnis von 3:0. Susanne, heute sozusagen ein letztes Spiel. Wenn Sie jetzt auf die Vergangenheit denken, was kommt Ihnen am schönsten? Also ich habe da eigentlich kein spezielles, schönstes Erlebnis im Fußball. Es waren einfach fast 30 Jahre, die ich gespielt habe bei den Burschen und dann beim FC Südburgenland. Mit einfach ganz vielen schönen Momenten. Ich habe es einfach genossen, am Platz stehen zu dürfen und ja, werde es auch vermissen. Ihre Kolleginnen haben heute sozusagen eine Überraschung für Sie vorbereitet. Wie haben Sie das erfunden? Dass irgendwann vielleicht so ein Abschied kommt, damit habe ich gerechnet. Mit heute eigentlich noch nicht, weil wir nächste Woche auch noch ein Spiel haben. Aber ja, umso schöner und emotionaler war das natürlich. Besonders gerührt hat mich das mit der Nummer 2, dass die jetzt nicht mehr vergeben wird und ja, das ist sehr schön. Und wie sind die Pläne für die Zukunft? Die Familie ausbauen, mehr auch Zeit mit der Kleinen, die jetzt schon da ist, verbringen und ja, halt als Zuschauerin auf jeden Aber Fall. Aber Sport hängen Sie nicht ganz auf die Nagel? Kann ich mir nicht vorstellen, also zumindest als Zuschauerin will ich sehr, sehr oft irgendwo auf den Fußballplätzen unterwegs sein, vor allem natürlich, wenn der FC Südburgenland spielt, ja.